Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Welch ein Streik! Was sich am Montag auf Deutschlands Flughäfen, der Bahn, auf Autobahnen oder in Kitas abspielte, oder besser gesagt nicht abspielte, war einfach zu viel des Guten. Da legte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG mal ebenso das öffentliche Leben in ganz Deutschland lahm und nennt das Warnstreik. Darunter versteht man eigentlich kurzzeitige, begrenzte Arbeitsniederlegungen, doch damit hatte der Mega-Ausstand, den wir aktuell erleben, schon lange nichts mehr zu tun. Nein, diese Arbeitnehmervertretung überziehen. Sie sorgen dafür, dass Kitas, die Deutsche Bahn, Flughäfen und sogar Autobahnen dicht gemacht werden. Sie hindern Menschen flächendeckend daran, zur Arbeit, zur Schule oder zu einem wichtigen Arzttermin zu kommen. Sie muten den noch Corona-gestressten Eltern zu, sich für ihre Kinder erneut händeringend nach einer Betreuung umsehen zu müssen. Angeblich richten sich die Streiks gegen die Arbeitgeberverbände, in Wirklichkeit aber gegen Millionen Menschen im ganzen Land. Vor diesem Hintergrund unterstütze ich die Kritik des Wirtschaftsverbands VBW ausdrücklich. Das ist nicht mehr hinnehmbar. Niemand bezweifelt das Grundrecht des Streiks und Arbeitnehmer müssen angesichts der Inflation mehr Geld im Portemonnaie haben. Doch es gibt auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es geht um die Art und Weise, wie gestreikt wird. Die Tarifsparteien sollen sich deshalb rasch auf ein realistisches Ergebnis verständigen, anstatt uns alle mit unsinnigen Megastreiks zu quälen. Sollten Sie sich bei Wasser und Brot in ein Konklave auf der Zugspitze zurückziehen und erst wieder herunterkommen, wenn Sie sich geeinigt haben. Die Menschen im Land würden es Ihnen danken. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.